Reparaturbetriebe ist deshalb so unbefriedigend, weil ausgebildete Arbeiter fehlen. Wenn auch die Werkstätten, zum Beispiel der Minenbetriebe und der Kalander Railways, in dieser Hinsicht eine Ausnahme bilden, und so fehlen noch weitere leistungsfähige Betriebe, die beispielsweise die Produktion von Ersatzteilen sowie größere Reparaturen durchführen könnten. Ja. Absatz. Eine hohe Importzollbelastung für einzuführende Ersatzteile. Sonntag. Ja, Frau Weber, was ist denn? Was denn ich? Ja, sind Sie sicher? Ja, ja, ich komme ja schon. Ich bin schon unterwegs, danke. Ja, was ist denn, Herr Sonntag? Ist Ihnen nicht gut? Wollen Sie einen Kaffee? Nein, nein, lassen Sie mal. Das Wasser ist noch warm. Na, dann nutzen Sie es aus und machen für sich an. Ich muss schnell mal zur Direktion. Ah ja? Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, unser Gutachten hat Eindruck gemacht. Gratuliere. Na, dann drücken Sie mir mal die Daumen. Für den Sonntag. Ach Gott, wenn ich ein bisschen Glück habe und die Weber da oben richtig verstanden hat, dann sind Sie mich vielleicht für ein Jahr los. Wenn ihr wegfahrt, wann kommt ihr dann wieder? Nach 14 Tagen, leider. Sag mal, Florian, wozu gibt es Papierkörbe, hm? Sag mal, wie heißt denn das, wo ihr hinfährt? Mallorca. Das ist eine große Insel bei Spanien. Da werden wir faul sein und schwimmen und sicher furchtbar viele Bekannte treffen. Und womit fliegt ihr? Du wirst lachen, mit einem Flugzeug. Na klar, aber mit was für einem? Ach, das weiß ich doch nicht. Jedenfalls sind wir in 2,5 Stunden da. Florian, wir gehen jetzt! Warum dauert das so lange? Aber das dauert doch nicht lange, das ist ganz schön weit. Warum dürft ihr eigentlich nicht mit? Na, du hast doch keine Ferien. Und Florian? Papi und ich wollen ihm mal alleine Urlaub machen, ohne Kinder. Das erste Mal seit 6 Jahren. Papi hat Erholung dringend nötig. Und ihr benehmt euch anständig bei Frau Schierhölter, verstanden? Ja, ja. Frau Schierhölter wird bei uns schlafen und bringt uns zur Schule. Und mittags dann... Papi, kommst du jetzt mit uns spielen? Nein, du mein Zwerg, das habe ich heute nicht. Ich muss was mit Mami bereden. Komm mal her. Bobby, willst du nicht ein bisschen zu uns kommen? Nein, du jetzt nicht. Ich kann nicht jetzt. Ich muss mit dir reden. Fahr schon mal nach Hause, ja? Kommt dir gleich nach. Ist was passiert? Nein, du im Gegenteil. Fahr schon mal, ja? Ich glaube, Papi braucht wirklich Erholung. Florian, so komm doch endlich. Moment mal, Robert. Das geht bei mir nicht so schnell. Für ein Jahr. Für ein ganzes Jahr. Tja, du. Schneller ist da unten einfach nichts auf die Beine zu stellen. Das. Kalander. Sag mal, gibt's da überhaupt eine Schule für Matthias? Mein Schatz, es ist nicht vorgesehen vom Werk, dass die Familie mitkommt, du. Ach, du gehst allein. Naja, das ist ja das Problem. Für ein ganzes Jahr. Ach, Ina. Robert, sag mal, kannst du dir das überhaupt vorstellen? Nein, natürlich nicht. Aber du weißt doch selbst, ich habe mich bei meinem Eintritt in das Werk verpflichten müssen, noch Auslandsaufträge anzunehmen. Papi, ich krieg die Drähte nicht zusammen. Kannst du mir mal helfen? Nein, jetzt nicht. Komm, lass uns mal für eine Weile allein. Geh jetzt raus, mach die Tür zu. Kinder stören, wenn man Probleme hat. Und deine Familie, wenn man Karriere machen will, nicht? Ina, nun mach's mir doch nicht so schwer. Lass uns doch mal in Ruhe über ein paar Einzelheiten reden. Einzelheiten? Auch für dich ist das längst beschlossene Sache. Sag mal, ist dir überhaupt klar, dass er ein Jahr 365 Tage hat? Ach, Ina, nun reg dich doch nicht so auf. Das, komm, wir bringen erst die Kinder ins Bett und dann gehen wir irgendwo hin schön essen, ja? Können wir nicht wenigstens den Urlaub noch machen? Ich soll doch nach 8 Tagen schon unten sein. Natürlich. Die Firma pfeift und du springst. Das ist die Chance für mich. Du, es gibt ältere und viel erfahrenere Kollegen in meinem Betrieb. Die würden an die Decke springen, wenn sie diesen Auftrag bekämen. Worum geht's denn da eigentlich? Ach du, mein, ein Warmkraftwerk, in dem einige von unseren Turbinen eingebaut werden sollen. Und warum können wir da nicht mit? Nun, überleg doch selbst. Das Klima, die Sprache, das Problem der Schule, na was du willst. Und außerdem ist es üblich, dass die Firma nur dann für die Familie bezahlt, wenn man länger als ein Jahr bleibt. Wir können doch unseren Aufenthalt selbst bezahlen. Ja, das wäre vielleicht sogar mit den Tagegeldern möglich. Ja, wenn ich alleine fahre, dann sparen wir doch das Geld. Ja, das könnte vielleicht für uns sogar ein Haus bedeuten. Ein Haus? Ja, und in diesem Jahr könnten wir garantiert die Mindestsumme für die Bausparkasse zusammen haben.
Na, stell dir doch mal vor, ein eigenes Haus. Also wir könnten praktisch in 2 Jahren einziehen. Na, ist das nichts? Doch. Aber weißt du, der Preis ist mir ein bisschen hoch. Ich würde gern noch eine Weile verzichten. Bleib doch hier, Robby. Ach, das ist noch wie damals wär. Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her. So, nun aber Schluss jetzt. Gute Nacht. Wann kommen Mami und Papi nach Hause? Um 11 haben sie gesagt. Papi war komisch heute. So? Ja, da ist was los mit der Firma oder so. Meinst du? Klar, das merke ich doch. Und ich auch. Papagei. Gute Nacht. Ich krieg das schon raus, was er hat. Mir können sie sowas nicht geheim halten. Mir auch nicht. Für mich ist jedenfalls unser sogenanntes Familienglück innerhalb von Sekunden. Hast du mal auf die Landkarte gesehen? Du wirst kaum in der Mittagspause machen. Ach, Ina, nun spiel doch nicht verrückt. Dein Telefongespräch wird nicht mehr 20 Pfennig, sondern 80 Mark kosten. Du sag mal, kannst du nicht einmal vernünftig sein und logisch nachdenken? Vernünftig sein? Dazu habe ich ja jetzt ein ganzes Jahr lang Zeit. Robert, hast du dir eigentlich mal überlegt, was das für mich bedeutet? Ein Jahr ohne Sonntag. Mein Gott, ein Jahr vergeht so schnell. Ja, für dich. Ich kann es ja jetzt schon kaum erwarten, dass du wieder nach Hause kommst. Und die Zeit so um 6 Uhr abends herum, die wird nicht sehr schön werden, die nächsten 12 ja. Monate. Für mich auch nicht. Ein Jahr ohne dich. Mit wem soll ich denn da richtig reden? Oh mein Gott, du hast doch deine Mutter, du hast Gerti, du hast Carsten. Hast du noch einen Vorschlag? Sag mal, du gehst ganz gern darunter, nicht wahr? Ja, ich weiß, ich hab's einfach. Ich hab meine Arbeit, ich hab... Also was soll ich tun? Soll ich absagen oder was? Und dann? Dann läufst du als lebender Vorwurf durch die Gegend. Das nicht nur ein Jahr lang. Nein, nein, Ina, wirklich. Ich mein's ernst, also. Lass mich. Ab morgen werde ich vernünftig sein. Ich werde so fröhlich und ausgeglichen sein, wie es sich eine Briefkastentante nicht besser wünschen könnte. Aber hab du bitte ein bisschen Verständnis dafür, dass man nicht sehr fröhlich ist, wenn die Ehe plötzlich zu Ende ist. Also gut. Du fährst und ich suche mir einen Ersatzmann. So, wenn Sie nachher gehen, waren Sie noch nie so immun wie heute. Lieber Doktor, wenn ich nachher noch gehen kann, wie viele Krankheitserreger wollen wir dann eigentlich noch verpassen? Ach, nur noch ein paar. Oh. Bitte das Hemd ausziehen. Ja. Wir wissen ja nicht, was Sie da unten so alles erwartet. Setzen. Ja. Ja. Herr Doktor, ist da eigentlich auch Gelbfieber dabei? Dazu müssen Sie zum Tropeninstitut. Sonst wird der Stempel nicht anerkannt. Vorschrift. Wann sind Sie eigentlich zum letzten Mal gegen Tetanus geimpft worden? Was, gegen Tetanus? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich das überhaupt? In Zukunft werden Sie das genau wissen. Bei dem schönen Impfpass, den Sie jetzt bekommen. Was nimmst du da? Oh, sagst du, das gegen Malaria. Wenn du die erstmal hast, du dann. Naja, dann hast du. Und damit fängst du am Abend vor der Abreise an? Damit soll man doch schon 4 Wochen vorher beginnen. Wo weißt du denn das? Weiß ich eben. Guten Appetit. Ah. Dann geh gleich mal zu Müller wegen dem Wagen. Nicht? Ja, und sag ihm, das Bodenblech ist los und schlapper. Ach ja, dann vergiss nicht wegen den Kinderpässen, ja? Vielleicht klappt's doch mal und ihr kommt mich besuchen. Ja, wer weiß. Ja, Robert. Matthias, Florian, komm doch mal her. Wo bist du denn? So, mein Dicker, also, Papi muss jetzt fliegen. Mach's gut. Pass schön auf die Mami auf, ja? Ich mach's. Und mach's dir nicht so schwer. Ja. Also. Papi, ich will mit. Ja, nur so weit kommt's noch. Ina, nimm ihn doch mal. Ja, ich nehme ihn. Ja, du alle. Mach's gut, halt die Ohren steif. Mhm. Viel Erfolg, Robert. Ja.
Danke, dass du mich gehen lässt. Also. Papi, bleib da, du sollst hier sein, Papi. Der Papi kommt ja bald wieder, Florian. Wink schön, komm. Pass auf. Ist sicher nichts Schlimmes. Ich nehme an, er hat sich so über die Abreise von meinem Mann aufgeregt. Tja, ja, so ist es. Wo wir eine Migräne kriegen, da legen die Kinder sich Fieber zu. Aber lassen Sie mal, morgen ist er wieder putzmunter. Hoffe ich auch. Wissen Sie, wie ich mir vorkomme? Wie eine frisch gebackene Witwe. Nur, dass ich nicht von der Beerdigung, sondern vom Flughafen komme. Na, 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 Frau Sonntag, machen Sie doch nicht solche Späße. Das gibt wahrhaftig Schlimmeres. Ja, das sage ich mir ja auch immer. Besser ein schwarzer Erdteil als eine blonde 20-Jährige. Hilft aber nicht viel. Lassen Sie mal, das kommt alles wieder ins Lot. Sie müssen bloß erst mal wieder richtig tief schlafen. Was bleibt mir anderes übrig? Matthias, tu mir einen Gefallen, nimm dein Heft und geh raus, ja? Ja, bitte. Vielen Dank, Frau Schierhöter. Und ich bin spätestens in anderthalb Stunden wieder zurück. Lassen Sie sich ruhig Zeit, das lenkt ab. Ich muss nur schnell zum Reisebüro. Wenn ich schon nicht braun werde wie mein Mann, so will ich doch wenigstens unser Geld zurückhaben. Bis später. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe hier etwas. Wir haben bei Ihnen eine Reise nach Palma gebucht, die wir leider nicht antreten können. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Ich möchte die Buchung gern rückgängig machen. Aber Sie hatten ja schon für nächsten Freitag gebucht. Das sind nur noch 4 Tage. Ja, ja, ich weiß, aber mein Mann musste plötzlich auf eine längere Auslandsreise. Hätten Sie aber früher canceln müssen. Canceln? So, Sie meinen streichen. Ja. Ja, aber wir haben ja erst vor 8 Tagen erfahren, dass mein Mann plötzlich ins Ausland muss. Und bei dem Durcheinander und den Reisevorbereitungen dafür, ich konnte einfach nicht früher kommen. Tja, das wird aber leider ziemlich teuer werden. Aber Sie bekommen doch zu der Zeit immer noch neue Leute. Bei Rücktritt bis 22 Tage vor Reisebeginn wird nur eine Bearbeitungsgebühr von 30 Mark erhoben. 21 bis 14 Tage vor Reisebeginn werden dann 25% des Preises, 13 bis 6 Tage 45% und ab dem 6. Tag werden dann 55% des Reisepreises einbehalten. Ja, dann bekäme ich ja nur noch 700 Mark zurück. Ja, es tut mir leid. So sehen die Vertragsbestimmungen das vor, da kann ich nichts machen. Mhm, das Kleingedruckte. Ja, wenn Sie wenigstens vor einer Woche gekommen wären. Dann. Haben Sie schon mal einen Mann gehabt, der plötzlich nach Afrika muss für ein Jahr? Nein. Na also, dann können Sie gar nicht beurteilen, was da los ist. Haben Sie doch ein bisschen Verständnis. Sie hätten ja auch eine Reiseausfallkostenversicherung abschließen können. Aber wir konnten doch nicht an, dass mein Mann so schnell weg muss. Für solche unvorhergesehenen Fälle ist eine Versicherung ja eben da. Vielen Dank für die Belehrung. Sie wollen mir also nicht helfen. Tut mir leid. So sehen die Vertragsbestimmungen das vor, da kann ich nichts machen. Ach was, Bestimmungen kann man auslegen, wie man will, wenn man nur den guten Willen dazu hat. Soll ich Ihnen mal was sagen? Mein Mann hätte das Geld bestimmt zurückgekriegt. Aber mit mir können Sie sowas ja machen. Ein feiner Dreh, wirklich. Ich glaube, ich hole lieber den Chef. Lassen Sie nur. Geben Sie mir das Kleingeld raus. Sie sitzen ja doch am längeren Hebel. Tag, Herr Martin. Anreise heute. So ist es. Ja, ganz schön hab ich. Ein Jahr. Hat sie aber schnell rumgesprochen. Da kann ich mich ja noch auf was gefasst machen. Och, wo. In ein paar Tagen sind Sie wieder völlig im Gleichgewicht. So? Na, hoffentlich. Können Sie mir sagen, wie man ein ganzes Jahr ohne Mann auskommen soll? Ja, das kann ich mühelos. Oh, entschuldigen Sie. So war das nicht gemeint. Aber ich bin schon völlig verrückt, seit mein Mann weg ist. Oh. Was denken Sie? Na, schließlich bin ich ja auch noch da. Wie meinen Sie denn das? Na, wie ich sage. Kein Theater macht zu, keine Party fällt aus. Bloß weil Ihr Mann nicht da ist. Wenn Sie mal ausgehen wollen. Das ist ein Wort. Ja. Also, wenn Ihnen die Decke beim Kopf zusammenfällt, sagen Sie es rechtzeitig. Dankeschön, Herr Martin. Ich werde Sie vielleicht mal anrufen. Tags oder nachts? Wie Sie wollen. Lieber abends. Du Mutti, ich glaube, beruflicher Erfolg und sogenanntes Familienglück sind sich diametral entgegengesetzt. Heißt das so? Aha. Doch, doch, nur manchmal habe ich das Gefühl, Ballast zu sein, mitsamt den Kindern. Glaubst du, er hat von sich aus angedeutet, dass ihm eine solche Arbeit vorgeschwebt hat? Wirklich nicht? Naja, vielleicht haben sie ihn genommen, weil er tüchtig ist.
Ich denke nur manchmal, er hat das Gefühl, mit einem Klotz am Bein verheiratet zu sein. Naja, an so einem Tag kommt man eben auf die verrücktesten Gedanken. Nein, nein, wenn ich dich brauche, dann melde ich mich. Schade, dass ich sein Schnarchen nicht auf Band aufgenommen habe. Gute Nacht, Mutti. Schlaf gut. Wieso? Das muss ein Versehen sein, ein Irrtum. Da waren doch nur die paar Schrauben am Bodenblech festzuziehen, aber... Ja, von wegen Bodenblech. Schön wär's. Das Gebläserad war locker. Kein Wunder, wenn es da beim Gasgeben klärt. Der Wagen ist doch noch tadellos gefahren. Ja, der ist tadellos gefahren. Der fährt auch noch 500 Kilometer tadellos oder 1000 Kilometer. Aber dann fliegt ihm plötzlich der Motor um die Ohren. Ja, und konnte man das nicht einfach wieder befestigen, dieses Gebläserad? Befestigen? Das musste ausgetauscht werden, meine Dame. Und dazu muss der Motor raus. Aber mein Mann hat doch gesagt, hat er in den Motor reingeguckt? Na also. Außerdem habe ich die Unterbrecherkontakte ersetzt, die Zündkerzen ausgewechselt und eine neue Rückzugsfeder für den Kupplungshebel eingebaut. Das läppert sich eben alles so zusammen. Das war alles kaputt? Das war alles kaputt. Oder? Ich kann das einfach nicht glauben. Wollen Sie behaupten, dass ich was Falsches gesagt habe? Allerdings! Reinlegen wollen Sie mich, weil ich eine Frau bin und nichts von Motoren verstehe. Bei meinem Mann hätte das einen 10-Mark-Schein gekostet, weil Sie den nicht so leicht übers Ohr hauen können. Wissen Sie, was das ist? Halsabschneiderei ist das! Karl! Komm mal her! Und das sagen Sie vor einem Zeugen nochmal. Und dann sehen wir uns vor Gericht wieder, wenn Sie nicht bezahlen wollen. Ich werde mir das merken. Und meinem Mann werde ich das auch sagen. Sie denken doch nicht, dass ich einfach... Ja, Chef. Da... Mir können Sie es ja machen. Ich würde Ihnen den Wagen am liebsten hier lassen. Wie Sie wollen. Ansonsten gute Fahrt. Formulare, ja? Die können Sie zu Hause ausfüllen und dann kommen Sie bitte mit Ihrem Gatten zur Unterschrift. Ja, aber das geht nicht. Mein Mann ist in Afrika für ein Jahr. Für die Ausstellung eines Kinderpasses müssen aber beide Ehegatten die Zustimmung geben. Das ist Vorschrift. Sie müssen dann mit dem Antrag wohl warten, bis der Vater zurück ist. Aber der kommt doch erst in einem Jahr. Den wollen wir ja gerade besuchen. Ach so. Ja, also dann brauchen wir eine amtlich beglaubigte Unterschrift Ihres Gatten. Das genügt auch. Amtlich? Wie soll er denn das machen im Dschungel, wo er da ist? Vielleicht genügt auch der Daumenabdruck eines Häuptlings. Erkennen Sie das an? Wir erkennen jede amtlich beglaubigte Unterschrift an.
Ach, Sie sind doch bloß dazu da, ihm das Leben schwer zu machen. Bürokratie ist alles. Der Einzelne ist ja wurscht. Ihr wiehert ja der Amtsschimmel. Hören Sie mal, nun werden Sie aber nicht beleidigend. Beamtenbeleidigung, was? Hierzulande ist es ja immer schlimmer, einen Beamten zu beleidigen als einen gewöhnlichen Sterblichen. Wann lasse ich's eben? Bleiben Sie auf Ihren Kinderpässen sitzen, ich verzichte. Meine Dame, ich möchte Ihnen eine gewisse Erregung zugute halten, sonst... Halten Sie, es tut Ihnen sicher gut. Komm. Die Damen sind aber ganz schön durcheinander, was? Gleichberechtigung, so ein Quatsch. Ohne Mann ist man eine Null, da glauben Sie alle, Sie können frech werden. Kümmert tut sich auch keiner mehr. Keine Seele hat angerufen inzwischen. Wie komme ich denn dazu? Ich mache das nicht mehr mit. Warum denn ausgerechnet ich? Robert Sonntag, Okuto Kalanda, Development Department, deine Rückkehr unbedingt erforderlich, schaffe es nicht allein. Bitte komm sofort, Ina. Mit 16,40 Mark bitte. Danke. Sehr. Dankeschön. Komm. Ist was? Vielleicht hast du recht. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie. Geben Sie mir doch bitte das Telegramm zurück. Ich habe mich geirrt. Es darf nicht abgeschickt werden. Bitte geben Sie es mir. Ja, das ist aber schon abgerechnet und eingetragen. Das ist ein amtlicher Vorgang. Hören Sie, wenn Sie das Telegramm abschicken, dann machen Sie eine ganze Familie unglücklich. Das Ganze ist ein Irrtum. Ich habe eine Dummheit gemacht. Bitte. Na ja, wenn es denn so wichtig ist. Danke. Bitte. Vielen Dank. Aber Ihr Geld, Sie kriegen doch noch Ihr Geld zurück. Vielen Dank, Matthias. Das war sehr gescheit von dir. Es wird schon wieder werden mit mir. Ist das Ihr Wagen? Leider. Haben Sie das Halteverbotszeichen nicht gesehen? Nein, ehrlich nicht. Na, dann fahren Sie aber schnell weiter. Danke. Siehst du, Matthias, die Zeiten bessern sich schon. Ich schaff das noch.